Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge unserer Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger. Die Serie, in der wir im Pro-Kapitän-Modus des Tour de France 2020 Spiels für die PlayStation 4 unseren Pro-Kapitän, den Fubanar, so weit hoch leveln und verbessern, bis er in der Lage ist, die Tour de France zu gewinnen und diese dann auch gewinnt. In der letzten Folge, die ich glaube ich am ersten Ruhetag der Tour de France hochgeladen habe, haben wir die Saison abgeschlossen. Das heißt, nach der Tour de France noch die restlichen Rennen, die da auf dem Programm standen, Eurotour, Open Tour und Weltmeisterschaft noch abgefrühstückt, waren dabei wirklich extrem erfolglos. Und ich habe mir so ein bisschen Frust aufgebaut, den ich mir jetzt von der Seele shoppen werde. Denn wir schließen jetzt die Saison ab und oh Wunder, Platz 2 in der Pro Cycling Teamwertung. Das heißt, oh, was sind das? Sind das 35 Millionen? Ja, das sind 35 Millionen, die unser Budget aufgestockt wurde, oder sehe ich das jetzt komplett? Ne, es sind 3,5 Millionen. So. Mathe-Skills sind mal wieder am Start. Und wir können Fahrer mit einer Einstufe von maximal 85 anwerben. Das heißt, wir können jetzt nach Belieben uns die Fahrer zusammenkaufen. Wobei, wenn ich sage nach Belieben, das stimmt nicht so ganz. Es gibt nämlich durchaus bei den ganz, ganz großen Top-Fahrern, aus denen wir uns jetzt definitiv bedienen können, wie ihr hier seht, gibt es gewisse Regularien, die uns da vorgegeben werden. Das heißt, ein Jakob Fuglsang will 2 Teamkameraden mit einer Einstufung von über 75. Und ich bin mir jetzt tatsächlich gerade nicht sicher, ob ich jetzt zum Beispiel einen Jakob Fuglsang und einen Egan Bernal zusammen ins Team nehmen könnte. Das würde ich einmal kurz mit euch live ausprobieren. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal einen Jakob Fuglsang rein. Für Reichenbach. So. Zack. Genau, Jakob Fuglsang kaufen. Jakob Fuglsang möchte dem Team nur beitreten, wenn es das Zeug dazu hat, in den Bergen zu unterstützen. Er verlangt einen Bergfahrer und einen vielseitigen Teamkameraden. Alle sollten eine Einstufung von über 75 haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen vielseitigen Fahrer von über 75 und einen Bergfahrer von über 75 uns zusammenholen. Das heißt, ich kann auch erstmal im Grunde genommen mein komplettes restliches Team verscherbeln, beziehungsweise die Mehrheit dieses Teams werde ich jetzt loswerden. Schachmann und Geschke, das waren so die einzigen beiden, die ich auch mal selber losgeschickt habe, um auf Etappensiege zu fahren. Und ich glaube, Schachmann und Geschke wären auch so die einzigen beiden Fahrer, die ich dann auch behalten würde für die neue Saison. Und ansonsten werde ich das Team jetzt mächtig umbauen. Und ich kann euch sagen, was jetzt gleich mein Vorgehen sein wird. Ich werde als allererstes darauf schauen, dass ich die Fahrer, die am ehesten dem Fubanar im Weg stehen könnten beim Tour de France-Sieg, das heißt Jakob Fuglsang und Primoz Roglic, das sind so, glaube ich, die beiden größten Kontrahenten, und wenn ich einen Egan Bernal auch noch bekommen könnte, rein vom Budget her müsste es ja funktionieren, dann werde ich noch versuchen, die zu bekommen. Das heißt, ich werde versuchen, einfach die größten Konkurrenten Tour de France Sieg in mein Team zu holen und dann einfach als Edelhelfer für den Fubanar einzuteilen. Das ist mein Plan. Wir werden uns jetzt gleich nach dem Schnitt wiedersehen und dann werdet ihr das Team sehen und dann seht ihr auch, wie gut dieses Vorhaben in der Transferpolitik aufgegangen ist. Bis gleich. Da seht ihr es jetzt also. Mein neues Team, das neu formierte Team Sareas, das zum Großangriff auf die Tour de France blasen wird. Und da stelle ich es euch einfach in Ruhe vor und ganz klar bei der Einstellung der Formhöhepunkte, das werde ich gleich noch machen nach dem nächsten Schnitt. Für mich ganz klarer Fall. Es geht darum, die Tour de France zu gewinnen, das heißt, die wichtigsten Fahrer werden ihre Formhöhepunkte ganz klar bei der Tour de France haben. So, also was ich vorhin schon befürchtet hatte, ist Realität geworden. In dem Moment, wo ich Jakob Fuglsang in mein Team geholt habe, waren alle anderen Top-Fahrer, was die Tour de France angeht, sofort empört und wollten nicht mehr Teil unseres Teams sein. Und ich habe dann auch so ein bisschen drauf geguckt. Egan Bernal hat noch einen besseren Wert am Berg gehabt. Primoz Roglic hat, was die anderen Werte angeht, ein bisschen stärker ausgeschaut, vor allem im Zeitfahren. Aber wir müssen halt einfach sehen, dass egal wie die Werte da unten jetzt sind, Primoz Roglic, die letztjährige Tour de France dominiert hat, in meinem Bora Hans Krohe Let's Play, hat er die Tour de France mit, ich glaube, über 5 oder 6 Minuten Vorsprung gewonnen. Und egal wie da die Werte sind, scheinbar ist Jakob Fuglsang wirklich der stärkste Fahrer in diesem Tour de France Spiel, was dann die Tour de France selber auch angeht. Dementsprechend war klar, gegen den möchte ich nicht fahren und den habe ich dann lieber als absoluten Edelhelfer noch. Und eigentlich besteht unser Team fast nur aus Edelhelfern. Es ist wirklich absurd. Also, als nächstes haben wir dann nämlich noch Wout van Aert. Ihr seht es, 81 flach, 79 Sprint, 75 Antritt, 75 Hügel.
Berg ist der Wert noch ein bisschen zu gering, nach den Leistungen bei der diesjährigen Tour de France definitiv höher einzustufen, aber ansonsten seht ihr das. Der hat halt überall eine 78, 79, 80. Egal auf welchem Terrain, der kann uns helfen, der kann Lücken zufahren. Dann noch als guten Helfer für den Berg, Emanuel Emu Buchmann mit einer 81 am Berg. Der sollte uns da bestimmt gute Dienste leisten können. Dann seht ihr hier den Grund, warum Maximilian Schachmann leider nicht mehr in unserem Team ist, nämlich Kwiatkowski. Schaut es euch an, schaut euch diese Werte an. Der hat beim Zeitfahren auch eine 78, Ausdauer und Zähigkeit auch einen sehr guten Bereich. Ansonsten überall die 79, 78, 81. Also da sind richtig gute Werte dabei, kommt auch halbwegs heile übers Kopfsteinpflaster drüber. Das ist ein Fahrer, der richtig, richtig starke Allround-Stats hat und einfach uns helfen wird, aber der wollte Maximilian Schachmann nicht im Team haben, weil so im Bereich Klassiker, Frühjahrsklassiker, er ihn da als zu große Konkurrenz ansieht. Das hätte, glaube ich, auch, na, wobei Remco Evenepoel ist jetzt eher weniger jemand für die Kopfsteinpflasterpassagen, aber einfach starker Wert im Flachen, saustarker Wert im Zeitfahren, 81. Also sollte irgendein Teamzeitfahren kommen, ist unser Team da wirklich, wirklich gewappnet. Und ja, ansonsten sehr starke Allround-Stats, wird so ein bisschen auch die Rolle von Maximilian Schachmann übernehmen und hoffentlich auf jedem Gelände den Fubaner unterstützen können. Niki Terpstra habe ich ins Team geholt. Mit einer flach 80 würde er zusammen mit Toni Martin derjenige sein, der vor dem Feld fährt und hoffentlich mit Toni Martin zusammen die Lücken zu den Ausreißern, wann immer wir es brauchen, zufahren kann. Und das, ja, wird so seine Hauptaufgabe werden und ich bin mal gespannt, wie häufig ich es nutzen werde und wie häufig er mir nützlich sein wird. Aber mit seinem Flachwert 80, Ausdauer 80, das wird auf jeden Fall hilfreich sein. Und in einem Teamzeitfahren wäre er mit einer 75 auch halbwegs ordentlich aufgehoben. Bei Kopfsteinpflasterpassagen mit einem Kopfsteinpflasterwert von 80 ist er auch vorne mit dabei. Der Fubana, hier seht ihr ihn inzwischen ausgewiesen als Sprinter. Ja, wir haben bis auf Zähigkeit und Regeneration noch in keinem Wert die 80 geknackt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir in allen Dingen gut sind, aber in keiner so richtig herausragend. Also wir haben noch zu oft die Situation, dass Etappenprofile wirklich ganz genau auf uns zugeschnitten sein müssen. Und da wollen wir einfach vor allem unseren Wert, was das Bergfahren angeht, deutlich verbessern, um so bei der Tour de France einen Sieg mitfahren zu können. Dabei helfen soll uns Toni Martin, 81er Flachwert und Zeitfahren in 79. Also auch da ganz, ganz starker Helfer, der da für uns sein wird. Dann haben wir noch Gianni Moscon, ich glaube so heißt er, ja, soll solide Allround-Stats, habe ich hauptsächlich geholt, weil ein Jakob Fuglsang einen vielseitigen Fahrer haben wollte mit einer Bewertung, die höher ist als 75, und da habe ich einfach den billigsten rausgesucht. Genauso ist es bei Hake, der am Berg vielleicht ab und zu noch ein bisschen hilfreich sein wird, aber ja. Aus dem letztjährigen Team hat es dann noch Simon Geschke in den neuen Kader geschafft, als Etappenjäger. Immer mal wieder, wenn wir Zeit dafür haben, soll er für uns Etappensieger einfahren. Und das ist also das Team. Ich werde jetzt die Formhöhepunkte setzen. Wie gesagt, fast alles ist auf die Tour de France ausgerichtet bei diesem Team. Und dann sehen wir uns gleich zum ersten Rennen wieder. Ich melde mich jetzt hier noch vom Formhöhepunkte-Screen, habe jetzt alles eingestellt. So viel war da gar nicht zu tun, weil das Spiel mir sehr viele sinnvolle Sachen durchaus schon von vorne weg vorgeschlagen hat. Zum Beispiel, dass ein Wout van Aert bei den Klassikern seinen Formhöhepunkt hat mit einem Kopfsteinpflasterwert von 80. Solche Dinge hat das Spiel schon ganz gut begriffen. Ansonsten habe ich es mir jetzt folgendermaßen gedacht. Die meisten Fahrer, die für mich für den Tour de France-Kader in Frage kommen, werden auch schon bei Paris-Nizza ihren Formhöhepunkt haben. Und ich habe mir dann so gedacht, dass Paris-Nizza, weil es auch eine relativ große Rundfahrt ist und wir da unsere Formhöhepunkte schon mal setzen können, ja, so ein bisschen eine kleine Probe für die Tour de France sein soll. Das heißt, wir wollen anhand von Paris-Nizza Erkenntnisse sammeln, gucken, wie gut funktionieren die Fahrer, wie gut fahren sie das, was wir uns von ihnen wünschen. Und dann eventuell bis zur Tour de France dann nochmal sozusagen in der Auswahl des Kaders darauf reagieren. Denn ihr seht, wir haben hier bei der Tour de France mehr Formhöhepunkte, als wir, glaube ich, Fahrer zulassen können. Und die Entscheidung, wen wir dann mitnehmen zur Tour de France, soll dann basierend auf Paris-Nizza und vielleicht noch auf dem Kriterium du Dauphiné basierend gefällt werden. So, wir starten jetzt aber erstmal rein in La Route Corse. Erster Saisonauftakt ist dann ein Zeitfahren. Wir wollen unser Team vorm Rennstart nochmal ändern, ganz klarer Fall. Können wir mal kurz gucken. Die haben alle mittelmäßige Form. Simon Geschke hat eine durchschnittliche Form, der kann nochmal den Hake ersetzen. Ansonsten, Toni Martin ist mit dabei. Emanuel Buchmann ist, glaube ich, nicht so richtig von Wert hier. Nur noch irgendjemand mit einem guten Formhöhepunkt. Nur Hake. Ja gut, dann kommt Hake doch noch mit.
haben wir zumindest einen mit einer guten Form. Und dann gehen wir jetzt hinein in dieses Rennen. La Route Course. Wir starten mit einem Zeitfahren. Ein kurzer Prolog. Da können wir natürlich gucken, ob wir mit dem Kubana tatsächlich mal das erste Mal einen Prolog oder ein Zeitfahren gewinnen können. Ich glaube, der Prologwert ist beim Kubana inzwischen halbwegs solide. Und das Zeitfahren war auf jeden Fall noch unter 70. Ich weiß nicht, ob der Prologwert eventuell die 70 sogar schon geknackt hat. Wenn wir hier richtig gut fahren, könnte vielleicht was gehen. Aber dafür bräuchten wir eine exzellente Tagesform. Und eben, jemanden am Controller, der da gut drin ist. Und Little News oder kleine Neuigkeit, das bin ich nicht. Schauen wir hier nochmal rein. Prolog haben wir eine 73 und mit unserem Sprint- und Antrittswert, ja gut. Ich glaube, wir haben tatsächlich gar nicht mal so eine viel schlechtere Zielzeit als alle anderen. Also wir probieren es natürlich, wohl wissend, dass da andere Fahrer uns weit voraus sein werden. Nizzolo 7,29. Na gut, wir haben 7,27, glaube ich, als Ziel. Also gut, das ist ja grundsätzlich schon mal etwas, was wir packen könnten. Das heißt, es ist erstmal so schnell wie möglich aus den Startblöcken kommen. Und dann... Oh, Mann! Aus der Zeitverhaltung rausgesprungen. Na toll, das Rennen ist schon mal super gestartet und ich kann mir vorstellen, dass dieser kleine Fehler meinerseits jetzt schon dafür gereicht hat, um hier diese Etappe zu verlieren, in Anführungszeichen. Eine erste Kurve, auf die wir zufahren. Sind wir sehr schön rumgekommen und auch direkt zurück in die Zeitverhaltung. Die Kurve haben wir jetzt mal gut genommen. Vielleicht eine kleine Wiedergutmachung für die versaute erste Kurve. So, wieder direkt zurück in die Zeitverhaltung. Hier geht es jetzt über so eine kleine Kuppe drüber. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie gut da unsere Zeit sein wird, um ehrlich zu sein. Ja, da läuft sie jetzt uns davon. Die Bestzeit. Und da sind wir ein paar Sekunden drunter und Sechster. Ja, gut. Ist, glaube ich, einfach auf den Fehler am Anfang zurückzuführen. Dass wir da jetzt ein bisschen hinter unserer Bestzeit zurückliegen. Aber... ich gebe jetzt mir Mühe, den Fehler da wieder auszuwetzen. Allzu groß, allzu weit liegen wir nicht hinter unserer Idealzeit zurück. Also vielleicht geht da ja noch was. Jetzt müssen wir gucken, diese Kurve wird ein bisschen haarig. So, sehr schön. Und jetzt geht es hier diesen kleinen Gegenanstieg hinauf. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen was gut machen. Jetzt können wir sogar voll durchziehen. Hier jetzt bergauf sprinten und dann verbessern wir uns tatsächlich sogar noch ein bisschen in unserer Zeit. Hätten wir sogar noch früher anfangen können zu sprinten. Mal gucken, was es dann am Ende geworden ist. Ich setze jetzt mal nicht den Cut, weil vielleicht kommt jetzt Schnitt auf die Siegerärgerung vom Kubanar. Das wäre natürlich toll. Ich fürchte aber, es wird nicht der Fall sein. Gucken wir... Na komm. Und wenn wir jetzt das Trikot von Sarreas sehen, kann es ja immer noch jemand anders sein. Aber es ist ein Team Sarreas-Mitglied. Und kommt da jetzt unten die Einstellung Kubanar. Oh, wie toll wäre das. Ja, es ist der Kubanar. Wir gewinnen unser erstes Zeitfahren. Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Natürlich jetzt auch eine super Ausgangssituation für die restliche Rundfahrt, dass wir da schon in Führung liegen. Wer hätte das gedacht? Sehr schön. Das wird unseren Fahrer auf jeden Fall nochmal verbessern. Und es war mächtig knapp. Also mit Boasson Hagen, Gonçalves und Feline sind da drei Fahrer, die quasi zeitgleich mit uns ins Ziel gekommen sind. Puh, das ist wirklich gut gelaufen zum Auftakt. Und das, obwohl wir eine schlechte Tagesform hatten. Sehr schön. Da sehen wir jetzt auch langsam, der Kubana ist einfach stark geworden, was die Werte angeht. Wir sammeln die ersten Pro Cycling Einzelwertungspunkte und Teamwertungspunkte ein. Haben ein Spitzenreiter-Trikot gewonnen. Und klar ist auch, schaut euch dieses Team an. Toni Martin, Jakob Fuglsang, Gianni Moscon und Simon Geschke und dann der Kubana und Haig noch dabei. Ja, das kann man gerne mal so lesen. Das sehe ich gerne als Teamaufstellung. So, wir verbessern uns, weil wir eine Einzelzeitfahren gewonnen haben. Das sehe ich sehr gerne. Also im Prolog plus 1 und im Zeitfahren plus 1. Da haben wir jetzt die 68. Sehr, sehr schön. Das darf gerne so weitergehen. Wir stürzen uns direkt in die zweite Etappe rein, die als Sprintetappe ausgewiesen ist. Aber mit ein paar Schwierigkeiten in der Mitte da aufwartet. Ich würde sagen, da springen wir direkt zum Etappenende, beziehungsweise eine Sache gucken wir nochmal ganz kurz nach, jetzt auch nochmal zum Beginn der Saison, und zwar was wir mit dem Kubana überhaupt noch während eines Rennens so anstellen können, um ihn noch zu verbessern, weil ich glaube, mein letzter Wissensstand war der, dass wir echt nur noch Etappensiege uns weiterbringen und Etappensiege dann halt in den entsprechenden Terrains, also flach, hügelig und Berg. Schön zu sehen, dass wir hier als Favorit angegeben sind, das freut mich natürlich. Aber das würde ich jetzt nochmal ganz kurz mit euch auf Wahrheitsgehalt überprüfen, diese Aussage gerade eben von mir. Also, Spielziele im Flachen,
können wir die Flachetappen gewinnen und Paris-Roubaix. Im Sprint, was haben wir da? Flachetappe gewinnen, okay, Antritt, Flachetappe gewinnen. Hügel, hügelige Etappe gewinnen und die Flanderen Classics gewinnen oder Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das sind Sachen, die wir uns tatsächlich noch vornehmen können. Am Berg, Bergetappe gewinnen, tja, das müssen wir bei dieser Rundfahrt versuchen. Ich weiß gar nicht, ob die letzte Etappe als Bergetappe ausgewiesen ist. Müsste ich nochmal nachgucken, sehen wir dann gleich. Abfahrten, als erstes eine gefährliche Abfahrt beenden, da können wir noch zwei von holen und eine Bergetappe gewinnen. Ist jetzt aber auch nicht der allerwichtigste Wert, würde ich sagen. Im Zeitfahren, ein Teamzeitfahren beenden, da werden wir uns nochmal verbessern, ein Einzelzeitfahren gewinnen. Ja, ich weiß nicht, ob wir da diese Saison noch zu mehr Chancen dazu kommen werden in der Hinsicht. Einfach aus dem Grund, dass jetzt hier die Konkurrenz doch schon sehr, sehr schwach war. Also ja. Und ansonsten Teamzeitfahren gewinnen. Vielleicht geht das ja nochmal mit jetzt diesem aufgepimpten Team. Mal schauen. Prolog. Ja, Teamzeitfahren beenden ist jetzt auch nicht so wahnsinnig interessant. Ausdauer. Paris-Roubaix gewinnen, Flanderen Classics und Lüttich-Bastogne-Lüttich. Ja, das sind Sachen, die wir versuchen können. Aber klar will ich diese Klassiker, diese Frühjahrsklassiker noch gewinnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hauptfokus liegt hierauf, eine Bergetappe zu gewinnen. Das ist mir persönlich am wichtigsten. Zähigkeit und Regeneration. Regeneration haben wir tatsächlich schon, so gut es eben geht, verbessert. Als erstes über einen Kopfsteinpflasterabschnitt der Kategorie 4 oder 5 sein. Das ist eine Sache, die können wir auf jeden Fall noch machen. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, wenn wir uns da noch verbessern. Und Kopfsteinpflaster, wie gesagt, boah, geht meine PlayStation hier im Hintergrund ab. Ich bin mal kurz ruhig. Was für ein lautes Gerät. Es wird Zeit, dass das Ding in den Ruhestand kommt. Also Kopfsteinpflaster können wir uns halt einfach dadurch verbessern, dass wir noch Kopfsteinpflasterabschnitte als erstes beenden. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Unser Hauptziel ist natürlich, uns für die Tour de France zu rüsten. So, wir steigen ein in die Etappe und gehen noch kurz an den Etappenstart, sehen den Fubanar noch im gelben Trikot und alle anderen Trikots ist er ja auch Inhaber von sozusagen. Aber ich würde sagen, da können wir auch eigentlich jetzt, ich gehe noch ganz kurz aufs Profil und überprüfe das noch kurz auf Wahrheitsgehalt. Aber ja, ich würde sagen, da sehen wir uns einfach zum Etappenfinish wieder, entweder zum Kategorie 3-Berg oder dann wirklich einfach die letzten Kilometer. Ich melde mich mal ganz kurz mitten aus dem Rennen, weil ich mir einfach gedacht habe, ich probiere jetzt mal eine Sache aus. Und zwar, was ist denn, wenn ich jetzt mit meinem kompletten Team hier einfach mal bei dieser Sprint-Etappe diese 3 Berge mal mit vollster Kapelle hochfahren lasse? Und was soll ich sagen? Wir sind noch zu 8. Der Rest ist zurückgefallen. Und ich habe es euch jetzt mal noch kurz jetzt hier reingeschnitten, einfach weil ich es zeigen wollte, weil ich ganz, ganz viel Spaß daran hatte gerade eben. Ja, es werden jetzt, kommen hier schon so kleine Allmachtsfantasien in mir hinauf. Aber es macht definitiv ganz viel Spaß, hier das komplette Hauptfeld auseinanderzufahren mit diesem Team. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt das Rennen weiterentwickeln wird. Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Ziel, ob die Sprinter nochmal rankommen. Aber ich glaube, wir haben die Sprinter auf jeden Fall so kräftig leiden lassen, dass wir uns da im Sprint gleich wahrscheinlich noch am frischesten zeigen werden können. Und dass uns das bestimmt weiterhilft, jetzt hier gleich im Etappenfinish. Und dann setzen wir da nochmal den Cut und dann sehen wir uns da gleich wieder. Es geht jetzt gleich den letzten Hügel des Tages hinauf. Das Feld hat sich mehr oder minder wieder zusammengefahren. Ey, das Geruckel hier. 97 Fahrer sind wieder beisammen. Und auch die Mehrheit vom Team Sarrias ist jetzt wieder vorne mit dabei. Macht jetzt hier Tempo. Fahren jetzt hier schnell den Berg hoch. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Sprinter hier jetzt noch ganz aus dem Vollen schöpfen können. Deswegen, Gianni Moscon, probier doch einfach jetzt mal den Angriff zu setzen. Und wir gucken mal, wenn wir dir hinterhergehen, was dann passiert. Ob die restlichen Fahrer darauf dann noch reagieren werden. Jakob Fuglsang geht hier einfach mit. Das ist schon krass, was für ein Team wir hier jetzt beisammen haben. Also mal gucken, wie das restliche Feld auf unsere Tempoverschärfung reagiert, diesen kleinen Hügel nochmal hinauf. Weil viel sollte da eigentlich nicht mehr im Tank sein. Noch können sie halbwegs hinterhergehen. Moscon ist jetzt platt. Rotes Gel kann er nochmal nehmen. Ich bin übrigens nicht auf die Bergpunkte gesamt gegangen. Beim Zwischensprint habe ich nochmal reingehalten, nochmal 13 Punkte gesammelt. Aber ansonsten, ja, die Bergpunkte sind mir ziemlich egal. Ich kriege nichts mehr dafür, dass ich das Bergtrikot gewinne. Und bei so einer Rundfahrt ist das auch nicht so wahnsinnig prestigeträchtig. Also da kann ich tatsächlich drauf verzichten. So, Kurve mal eben voll ausgefahren hier. Das Team Sarrias macht hier weiter fett Tempo. Jetzt rauschen wir hier Gianni Moscon ins Hinterrad rein. Simon Geschke fährt hier nochmal für uns ein bisschen den Sprint an, wird jetzt aber auch gleich einbrechen. Aber ich glaube, wir haben das Rennen wirklich sehr, sehr fordernd gestaltet. Mesgesch ist da jetzt noch da, also ein paar schnelle Leute sind da jetzt schon noch dabei. Jean Martin macht da Tempo.
Wahrscheinlich für Nasser Bohani. Valkrehn, ist das ein Angriff von Valkrehn? Ja, nicht so ganz. Ich glaube, der bereitet hier den Sprint vor. Jasper de Beust ist da noch. Also, so ein bisschen Sprinterprominenz ist schon mit dabei, aber ganz klar, die Stärksten der Stärksten sind hier nicht dabei. Also, vielleicht geht da heute was für den Fubanar. Im gelben Trikot nochmal eine Etappe gewinnen. Nochmal eine Flachetappe für sich entscheiden, auch wenn es eher eine hügelige Etappe war, meiner Meinung nach. So. Also, Johnny Moskau macht hier noch Tempo. Wir haben unser Team wirklich komplett verausgabt. Ihr seht das hier. Also, auch wenn ein Jakob Fuglsang jetzt wieder halbwegs Luft hat, die Mehrheit des Rennens haben wir ihn wirklich am Limit fahren lassen. Einfach, um dieses Rennen mal ein bisschen spannender zu gestalten. Letzten 3 Kilometer jetzt gleich. Wir sind in einer ganz guten Position, sind zum Glück nicht so eingebaut. Gesper geht jetzt nach vorne. Mesgesch macht da Tempoarbeit früh im Wind. So, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir uns hier noch ein bisschen besser in Position fahren. Sehr schön. Sind wir ganz vorne bei den Fahrern mit dabei. Jetzt gibt es hier nochmal so ein bisschen kurviges Terrain. Da kommt ein Angriff von Jasper de Beust. Das ist zu früh. Der ist da deutlich zu früh im Wind. Und dann gehen wir da jetzt gleich bei der 1-Kilometer-Marke hinterher. Bonifacio wird jetzt gleich den Antritt setzen. Bohani ist da jetzt auch. Und jetzt gehen wir da hinterher, sprinten da los und versuchen da wieder dran zu kommen. Oh, ich glaube, wir sind schon die Endschnellsten oder Nizzolo. Kommt auch noch. Nein! De Beust gewinnt die Etappe. Krass. Boah, ist das ärgerlich. Und dann waren wir im Schlusssprint nicht mal die Schnellsten. Wow, das hat überrascht mich doch jetzt sehr, muss ich zugeben. Oh Gott, Toni Martin, hoffentlich schafft er es überhaupt noch in der Karenzzeit ins Ziel. Ja, ja, doch, jetzt. Jetzt sollte er es schaffen. Komm, Toni, bitte, bitte, bitte. Okay, gut, Toni Martin ist noch vor der Karenzzeit ins Ziel. Das war jetzt hier schon wieder verdächtig knapp, obwohl er noch so viel Kraft hatte. Tja, schade, dass wir die Etappe nicht gewonnen haben. De Beust schlägt uns hier ein Schnippchen. Ich hätte gedacht, das wäre viel zu früh gewesen, aber er hat es wirklich durchziehen können. Vielleicht hätten wir einfach mitgehen sollen. Schade. Aber gut, ist wie es ist. 2. Etappe. Jetzt also, ja, oh, so der Gesamtwertung verloren. Punktewertung und Bergwertung. Ist nachher von Team Sarias. Jakob Fuglsang liegt bei der Bergwertung in Führung. Interessant. Das ist eher so beiläufig passiert. So. Ja, tatsächlich. Also wir sind zwar zeitgleich mit ihm ins Ziel gekommen, aber die Bonussekunden machen dann den Unterschied. In der Gesamtwertung sind wir aber zeitgleich mit Jasper de Beust. Also das werden wir bei der letzten Etappe wieder richtig stellen können, da bin ich mir sicher. Da gibt es dann auch die Regenerationsboni für uns und dann erholen wir uns mit dem Fubanar fast vollständig. Kein Karriereziel erreicht, natürlich nicht, wie auch. Und es ist eine Hügeletappe zum Abschluss. Und da würde ich sagen, da machen wir gar nicht lang rum. Da sehen wir uns dann einfach entweder zum vorletzten oder zum letzten Berg dann wieder und gucken, wie dieses Rennen und diese Rundfahrt La Route Corse dann ausgeht.